Fokus. Dritter Faktor für Erfolg und weiterhin, sagen wir mal, Umsatzsteigerung. Vielleicht schaffe ich ja 2022 nochmal eine Erhöhung und gehe dann mal so in Richtung Region, siebenstellig im Jahr. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video heute zwischen Weihnachtsfeiertage und Silvester. Habe ich mal ein bisschen Zeit genommen. In diesem Video soll es gehen um die drei für mich wichtigsten Faktoren, die ich mir nochmal zu Herzen nehmen werde für 2022, die ich gerne mit dir teilen möchte. Also legen wir gleich los. Für mehr Erfolg für 2022. Der erste Faktor ist Weiterbildung. Ich habe gemerkt, dass ich besonders im letzten Jahr, wo ich quasi den höchsten Umsatz hatte, jemals sehr stark im operativen täglichen Geschäft verwickelt war und letztendlich zu teilweise 80, 95% meiner Zeit eigentlich operativ immer wieder die gleichen Dinge gemacht habe. Auch wenn es manchmal sehr komplex ist, ist es doch letztendlich immer wieder das Gleiche. Und ich letztendlich ein bisschen auch vernachlässigt habe, so ein bisschen meine Brain-Fähigkeit, flexibel zu denken und einfach auch out of the box mal zu denken, mir mal Zeit zu nehmen, mich quasi von der Vogelperspektive selbst zu betrachten, das, was ich tue als Selbstständiger, Schrägstrich Freelancer, Unternehmer und was ich daran so mal verbessern könnte und so weiter. Und dass ich letztendlich, wenn ich ganz ehrlich sein muss, teilweise das Gefühl hatte jetzt auch zum Jahresende hinzu, wenn es ein bisschen ruhiger geworden ist, dass ich teilweise wirklich verblöde, dadurch, dass ich immer und wieder dasselbe mache. Also quasi irgendwie gewisse Dinge, also schon längere Zeit kein Buch mehr gelesen habe oder sowas, ja. Und wenn ich jetzt ein Buch so zur Hand nehme, ich habe mir jetzt ein paar bestellt hier, dann ja, das ist letztendlich sofort mein Geist sich wieder öffnet, ja. Und also Weiterbildung ist der erste Faktor. Der zweite Faktor, oder was heißt Weiterbildung? Was Neues lernen. Ja, genau, was Neues lernen, ja. Also, ich habe jetzt zum Beispiel die beiden Weihnachtsfeiertage dazu genutzt, mir neue CRM-Systeme anzuschauen, mich dort reinzuarbeiten, die Kombination Schnittstelle, Anbindung an E-Mail-Systemen, Fremdsysteme, SAP zu Pipedrive, Pipedrive zu SAP, CRM, HubSpot zu Salesforce, Salesforce zu HubSpot und so weiter. Ja, also wenn du dich ein bisschen mit den Themen interessierst, weißt du ungefähr, um was es geht. Und da gibt es so viel zu lernen, aber allein schon die Tatsache, dass ich mich mit neuen Themen beschäftige, also quasi von früh morgens bis spät abends. Und man manchmal, also mir geht es zumindest so, wenn ich mich quasi komplett neu in was reindenken muss, dass man zuerst das Gefühl hat, man schlägt seinen Kopf irgendwie gegen die Mauer, weil es nicht mehr weitergeht. Aber dann, wenn du dran bleibst und nicht aufgibst oder dich nicht ablenken lässt durch Netflix, durch YouTube, durch Kaffee trinken, durch sonst irgendwas, sondern dran bleibst und quasi dann die Mauer runterreißt, also quasi durch die Mauer dann durchgehst, ein unglaublich gutes Gefühl, also deine Hormone dann ausgeschüttet, nehme ich mal an, und du merkst richtig, wie dein Geist quasi in Sphären vordringt, wo er vorher noch nicht war, dein Gehirn, ja, also quasi neue Synapsen werden gebildet, weiß der Kuckuck was, ja, ich bin jetzt kein Gehirnexperte, aber das ist extremst wichtig, dass du nicht quasi, ja, komplett verblödest, muss man ehrlich mal so sagen, und das ist so der erste Punkt, also Weiterbildung, neue Dinge lernen, ja, eigentlich sollte man jede Woche irgendwas Neues lernen, aber dazu bleibt halt nicht immer die Zeit. Der zweite Punkt ist, die Dinge, die du schon tust und kannst, stetig zu optimieren. Ich sehe es immer wieder auch bei meinem Freundeskreis oder familiären Kreis, den ich jetzt auch wieder getroffen habe über die Weihnachtsfeiertage, dass man sehr gerne vernachlässigt, sozusagen das, was man bereits tut, erfolgreich, trotzdem immer wieder zu hinterfragen, ja, und sich stetig zu optimieren. Man kann es heutzutage, wir schreiben das Jahr 2022, und man kann es sich einfach nicht mehr leisten, zu sagen, ja, das, was ich aktuell mache, das funktioniert, das hinterfrage ich nicht mehr, das muss ich nicht mehr optimieren, das muss ich nichts mehr verbessern und so weiter. Ist ein vollkommener Nonsens, ist meiner Meinung nach hochgradig gefährlich. Und deswegen ist zweiter Faktor,
permanent an sich selber weiterarbeiten, selbst optimieren, sich selber hinterfragen, sich selbst analysieren, auch wieder Vogelperspektive, sich quasi von außen betrachten. Ich kenne viele, also dazu gehören auch ein paar von meiner Familie, die können das gar nicht. Die sind gar nicht fähig, sich selbst von außen zu betrachten, ja? Oder sich in eine Person komplett hinein, in eine andere Person sich komplett in deren Sichtweise hineinzuversetzen und dann durch die Brille der anderen Person quasi die Situation zu betrachten oder das Problem, um dann vielleicht eine bessere Lösung herbeizuführen, besseren Konsens und so weiter. Ja? Also zweiter Punkt, Optimierung der bereits erfolgreichen bestehenden Dinge, die du halt tust, ja, Systeme oder Jobs oder Arbeiten oder sonst irgendwas. Dann der dritte Punkt, der leider immer wieder, ja, was heißt leider, notgedrungen immer wieder in den Vordergrund gerückt werden muss, auch geschuldet unserer heutigen Zeit mit Social Media, Taram, Taram, ist Fokus. Dritter Faktor für Erfolg und weiterhin, sagen wir mal, Umsatzsteigerung. Vielleicht schaffe ich ja 2022 nochmal eine Erhöhung und gehe mal so in Richtung Region. Siebenstellig im Jahr, weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Aber man soll sich ja hohe Ziele setzen. Auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig, Fokus. Also sich wirklich mal akribisch genau hinzusetzen und herauszufinden, für was du tatsächlich den ganzen Tag lang Zeit benötigst. Und zwar natürlich nicht an den Tagen, wo du dich relaxst oder sowas, ja, oder irgendwelche Gammeltage, wenn du natürlich eingeräumt hast, um wieder deine Batterien wieder aufzuladen. Aber an den Tagen, wo du effektiv und produktiv sein möchtest, ja, dich ganz konkret hinzocken und jede einzelne Minute wirklich nachzuprüfen, was habe ich gemacht, ja. Und für mich faktisch und praktisch und therapeutisch ist für mich nach wie vor die Telefonakquise. Also quasi übers Telefon jemanden kalt anzurufen oder jemanden, den ich vielleicht auch schon kennt, aber dann versuchen zu überzeugen, ja, einen Termin zu machen oder irgendwie sowas. Was zu verkaufen oder sonstiges. Also Telemarketing, Schrägstrich Telesales. Ich weiß, es ist oldschool. Ich weiß, es ist unfassbar. Teilweise auch verpönt, alles Mögliche. Aber ich kann dir eins versprechen. Zumindest für mich funktioniert es so. Es gibt keine Tätigkeit, die so quasi für mich im Fokus herbeiführt und therapeutisch quasi ist. Ja, wenn ich mal wieder das Gefühl habe, ich werde von Social Media überschwemmt und Werbeanzeigen und was weiß ich, E-Mails und all möglichen Kack, dass ich einfach alles ausblende, alles ausmache, ja, und das Gute beim Telefonieren, also Telefonakquise oder Telefonaten, ist ja, du brauchst ja nichts. Ja, du brauchst ja quasi nur ein Excel-Sheet oder dein CRM geöffnet, ne, da wo ja keine Social Media und nichts rankommt. Normalerweise kannst du alles abschalten, kannst dein Handy abschalten, deine ganzen Apps runterfahren. Also wenn du mit deinem Handy telefonierst, brauchst du es ja, aber kannst du ja auch eine Landline. Ich habe dedizierte Telefone, ja, da wo keine App und nichts drauf ist, also Landline, Oldschool, einfach nur telefonieren und dann mal auf die Zeit schauen und vergleichen, wie viel Zeit 10 Minuten sind.